Mein anderer Sohn wurde jetzt Reichsgode. Das finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Als meisterhafter Philosoph. Was uns ja nicht daran... Jawoll! Du bist geflohen? Nice try. Das ist ja nicht so gut gelaufen. Das ist ja nicht so gut gelaufen, dass der gestorben ist. Das tut mir ja jetzt leid. Das Gute ist ja, dass ich das Kind jetzt aus dem Kerker entlassen kann. Ja, ui. Dankeschön, Clappy, für die 5 verschenkten Subs. Holy shit. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Das ist sehr nett. Und dankeschön, Tickles, für die 21 Monate. Und dankeschön, Daichan und Turtle Squad. Und dankeschön, Florian. Vielen, vielen lieben Dank, ihr Lieben. Dankeschön, dankeschön. Alter, 3100. Insane. Das ist absolut insane. Vielen lieben Dank. Dankeschön, dankeschön. Fucking insane. Stuhl ist wieder unterdrückt, ja. Ich habe mir auch ganz schnell ein Ladekabel direkt geholt. Okay. Ich habe jetzt hier noch irgendwo Armee von mir, oder? Habe ich die weggepackt? War da nicht noch irgendwo geflohene Armee? Nee, nee, ist weg. Sonst würde ich nicht 6,5 plus machen. Das wäre sonst nicht der Fall. Rache für Stuhl. Ui! Hochkönig Ivar von die Nordsee ist nach 78 Jahren fortgegangen, um an den Festmahlen im Jenseits teilzunehmen. Er starb an Altersschwäche. Er war als Gelehrter angesehen und verbrachte die meiste Zeit damit, in seiner Bibliothek zu studieren, die er nur selten verließ. Hochkönigin Iliana besteigt den Thron. Da sie über großes militärisches Geschick verfügt, erwarten viele, dass sie uns zu zahlreichen Siegen auf dem Schlachtfeld führen wird. Die neue Hochkönigin. Nachdem mein Vater Hochkönig Ivar von uns gegangen ist, lastet die schwere Bürde, die riesigen Ländereien zu regieren, auf meinen Schultern. Ich stehe vor meinen Vasallen, richte meine Krone und lächle schief. Oh, was ich alles erreichen werde. Lang lebe die Hochkönigin. Ja, die ist halt auch schon 42. Das ist jetzt auch nicht mehr so jung. Und die hat da... Ach so, die hat den geheiratet, den ich ihr gegeben habe. Die hat den geheiratet, den ich ihr gegeben habe. Das ist fein. Das ist okay. Damit können wir leben. Das ist auch die Haupterbin von allem. Und wir haben halt sonst nur... Ey, du musst mir sowas von noch ein Kind machen. Erstmal wirst du zu einer Schildmaid werden, damit du noch mehr Dingsbungs bekommst. Und dann mach mir sowas von ein Kind, bitte. Und zwar wirklich, ich muss ganz dringend noch eine Tochter kriegen. Ich musste ganz, ganz dringend. Dankeschön, Grüß noch für die 100 Bits. Und Dankeschön, Florian, vielen lieben Dank. Ich brauche ganz, ganz dringend, brauche ich noch, ich will nicht meinen eigenen Sohn als Konkub. Das ist ekelhaft. Also den eigenen Sohn ist schon heftig. Wie viele Kinder habe ich denn eigentlich? Also ich brauche halt, ja. Oh mein Gott. Wir haben es. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir haben es! Also auch die Pfannkuchen.
Das war gerade der Stress meines Lebens. Der Amazon-Lieferant und meine Pancakes kamen gleichzeitig, so mit 30 Sekunden Verzögerung, was es Leuten angeht. Leute! Leute! Sieht noch jemand, dass sie mit ihrem Sohn verheiratet ist? Ich war das nicht. Also ich war das wirklich nicht. Also ich war das wirklich nicht. Ich habe die gerade erst übernommen. Dankeschön, Gabriel, für die 57 Monate. Willkommen zurück. Ja, wundert mich auch, dass Amazon um 9 kam. Normalerweise sind die viel früher dran. Ich war sehr verwundert gerade. Gut, wir sind mit unserem Sohn verheiratet. Dankeschön, Gabriel. Aber ganz anders. Meine Enkelin ist reinblütig. Wir haben es geschafft. Ich habe das erste Mal in hunderten Spielstunden, in denen ich die ganze Zeit Inzestkreise geballert habe, ich habe das erste Mal den Perk reinblütig freigeschalten. Ich bin so excited gerade. Ist aber auch ein hübscher Sohn. Wow. Meine Tochter will das nicht, ne? Lass uns mal mit der richtig gut anfreunden. Dann wird die mir das Kind schon noch geben. Dass wir das auf meinem Hof ausdingsen. So. Wir sind schon Stratege, ne? Ja. Wir sind schon Stratege. Wir gehen jetzt noch auf Galan und kämpfen noch ein bisschen mehr. So. Ratskanzler. Zuweisen. Wen werde ich zwangsweise irgendwo drin haben müssen, leider, den Dude. Aber sonst sieht's gar nicht so scheiße aus mit meinem Dingsterbumster. Wie lange sind Frauen im Spiel fruchtbar? Nicht lang genug. Nicht lang genug, leider. Ja, also ich würde ihr schon noch zutrauen, dass sie ein Kind schaffen könnte, weil wir sehr viele Perks haben, die sie fruchtbar macht und ihren Kumpel, Mann, Sohn auch, aber die Chancen sind nicht so gut. Ich könnte meinen Halbbruder, der Reichsgode ist, auch noch als Liebhaber nehmen. Aber es ist auch irgendwie ein bisschen ekelhaft, wenn ich meine Söhne jetzt alle als Konkubinen nehme, oder? Also, ist das nicht ein bisschen widerlich?
Dankeschön, Gronscha, für die 25 Monate. Und ganz viel Spaß mir weiterhin. Ich meine, die Sache ist halt, wenn ich mit dem einen Sohn verheiratet bin, kann ich die anderen Söhne auch als Konkubinen nutzen. Oder Konkubinatoren. Das macht den Braten dann halt irgendwie auch nicht mehr fett. Ob es jetzt einer ist oder drei, ja, das ist ja auch nicht mehr jetzt so. Das ist ja jetzt auch schon egal. Dann ist das halt jetzt so. Ah, Dankeschön, Kampfkegler, für die 18 Monate. Hat ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Dankeschön. Freut mich, ich bin du. Ganz viel Spaß damit. Das Einzige, was in der Situation halt richtig weird ist, mein Lieblingssohn bekommt eine ganz unangenehme Bedeutung. Das ist halt... Hauptsache, man bekommt den reinblütig, aber kaum hat man das, dann soll man mit dem Spaß aufhören. Nee, soll man ja nicht, aber ich hab's ja noch nicht. Also ich... Meine Enkelin hat's. Die meine Linie fortführen wird. Aber da muss ich auch erstmal hinkommen. Weil meine Tochter, ihre Mutter, gibt mir das nicht. Muttertag könnte auch interessant werden. Es ist schon widerlich. Ich bin jetzt mit 43 schwanger von meinem 17-jährigen Sohn. Es ist einfach widerlich. Geliebte Mutter, Schwester, Oma. Mit Abstand, weil wir haben mal wieder einen Krieg. Oh Gott. Und wir haben einen echt großen Krieg. Das habe ich völlig übersehen. Dass die Leute mich ja jetzt potenziell wieder nicht mögen. Ach, kacken. Da sollten wir... Ups. Ups, das sollte ich nicht unterschätzen. Ah. Ja, ich habe den Krieg ja nicht begonnen. Ich kann ja nichts dafür. Dankeschön, Rodarion. Oh Gott, ey. Ich hoffe halt einfach ein bisschen drauf, dass ich jetzt noch eine kleine Enkeltochter, noch eine kleine Tochter. Ja, es ist ja auch meine Enkeltochter. Es ist ja meine Tochter und meine Enkeltochter dann. Es ist widerlich. Aber ich hoffe auf jeden Fall einfach darauf, dass ich jetzt noch eine kleine Tochter bekomme. Das wäre sehr, sehr viel wert. Das Problem ist... Das Problem ist, dass ich noch nicht genug
Ich habe noch nicht genug Verbündete. Auch unter meinen Vasallen nicht. Und das ist so ein bisschen schwierig. Mit dem bräuchte ich eigentlich ein Bündnis, aber das will er nicht. Und eine Bekehrung will er auch nicht. Und getötet bekomme ich ihn auch nicht. Kann ich mit dem ein Bündnis aushandeln? Mit dem geht das nicht, weil ich mit dem... Weiß ich gar nicht, warum das mit dem nicht geht. Warum würde das mit dem gehen, aber mit dem nicht? Oder sind wir von verbündet? Nö, sind wir nicht. Dann weiß ich, wahrscheinlich, weil wir keine heiraten oder so haben, die close enough dafür sind. Die Verwandtschaftsgrade sind wahrscheinlich einfach nicht close enough. Die Frage ist halt, kriege ich hier nicht vielleicht eine Heirat arrangiert? Ich habe halt auch nichts, ne? Ja, ich habe halt nicht genug, was ich halt verheiraten kann, leider. Nein, ich habe ja meine ganzen Söhne. Ach, ich muss ja auch vielleicht auch einfach auf Standard zurücksetzen. Vielleicht geht's dann. Da, ich habe halt eine Nichte. Kriege ich dann ein Bündnis? Ja. Das Bündnis will ich auf jeden Fall haben. Und die Frage ist, kann ich hier auch eine Heirat arrangieren? Sonst habe ich halt... Ich habe noch eine Enkelin. Ein Enkel auch. Loki, Holler. Nee, Holler will ich ja nicht. Holler wollen wir ja festhalten. Erstmal noch für was anderes. Die kriegt ja noch was. Aber was ist denn mit Thor? Kriege ich den nicht irgendwo in deine Familie reingesetzt? Enkelin von König Sven. Will er nicht, ne? Warum nicht? Nimmt er nicht. Ein sturer alter Esel. Wirklich, ein sturer alter Esel. Was anderes fällt mir dazu auch einfach gar nicht ein. Ein sturer fucking alter Esel. Die will Unabhängigkeit. Kriege ich hier vielleicht eine Heirat arrangiert? Mit Thor? Hat die vielleicht wen? Das ist halt nur ein Höfling. Ein Höfling bringt mir halt gar nichts. Enkelin. Da, das klingt doch besser. Enkelin von König Rackenfried. Das kriegen wir doch. Das sieht doch gut aus. Matrilinear, das ist mein Dingsterbumster. Das ist irgendeine Enkelin von ihr. Aber dann haben wir kein Bündnis. Wir brauchen was ein Bündnis macht, dann auslöst. Und da kriegen wir auch kein Bündnis. Hast du nichts mehr, was man mit dir verheiratet? Also was, nicht mit dir, sondern so würden wir ein Bündnis rein. Nee, da kriegen wir auch kein Bündnis. Warum nicht? Sind deine eigenen Kinder alle schon unterm Stiefel? Also Stiefel ist das falsche Wort, aber die sind alle schon. Nee, sind sie nicht. Aber warum macht das dann kein Bündnis aus? Das verwirrt mich. Unter Dach und Fach, nicht unterm Stiefel. Dankeschön, Möfi, dankeschön, Jeba und dankeschön, Ronja. Vielen lieben Dank. Danke, danke, danke schön. Vielen lieben Dank. Kriege ich die noch da raus aus dieser aus diesem Scheißehaufen? Ja, ich will ja kein Bündnis mit dem Dude. Der interessiert mich ja nicht. Ich will ein Bündnis mit ihr. Kriege ich sie getötet? Die Alternative ist ja immer einfach zu morden. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, geht gegen null. Ja, dann müssen wir Krieg führen. Ach, aber ich habe den Dude, den von Dänemark. Das ist doch schon mal gut. Aber ich kann den halt nicht reinholen, weil das auch ein Vasall von mir ist.
Und wenn das auch ein Vasall von mir ist, dann ist das schwierig. Ich bräuchte mehr Kinder für diese ganze Scheiße. Hallo Spider-Barrier. Einen wunderschönen. Ja, ich glaube, es heißt auch unterm Schöffel und nicht unterm Stiefel. Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Aber das wäre ja auch nicht das erste Mal, dass ich das falsch gesagt hätte. Meine schwangere Hochkönigin ist einfach Armeebefehlshaberin meiner Armee. Sie ist 43 Jahre alt. Und sie hat 53 Befehlshabervorteil. Hochschwanger. Mit 43. Wozu habe ich Männer, die kämpfen? Wozu? Wozu habe ich eine Armee? Warum schicke ich sie nicht alleine vor? Also, wenn es jemals einen Charakter gab, den ich gespielt habe, der alle Möglichkeiten zur Brutmutter erfüllt, dann ist es sie. Sie ist 44, hochschwanger, mega krasse Kämpferin, hat ihren ersten Mann überlebt, hat ihren Sohn geheiratet, hat ihre anderen beiden Söhne als Konkubinatoren, genauso wie ihren Schwager/Halbbruder. Oh, jetzt hat sie noch einen Sohn zur Welt gebracht. Oh, was eine Enttäuschung. Tut mir leid. Das war nicht böse gemeint, aber ich hätte eine Tochter gebraucht. Die kriegt halt nur Söhne. Die kriegt halt nur Söhne. Nice, aber ich krieg die jetzt an meinen Hof. Die Kleine. Hä? Also opfern will ich den auch nicht. Also ja, sie kriegt nur Söhne und das ist ätzend und alles und mimimi. Aber opfern will ich ihn auch nicht. Er ist immer noch Teil unserer Dynastie. Aber, und das ist ein bisschen nervig, irgendwie hat sich unser Krieg verschoben. War das nicht irgendwie ein mega krasser Aufstand gegen uns? Wurde der abgebrochen, der Aufstand? Irgendwie wurde der mega krasse Aufstand, den wir hatten, wurde irgendwie abgebrochen und jetzt ist es ein Bauernaufstand. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich war so viel mit anderen Dingen beschäftigt. Das ist praktisch. Habe ich gar nicht gesehen. Dankeschön, Julie, für die 2 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Und er wird dir noch so viel Liebe geben. Oh, Leute, jetzt widerlich. Jetzt widerlich. Aber das hier ist nicht widerlich. Das ist Iliana Ulfhildes Dotter. Mit 3 Tier 3 Perks. Und fucking reinblütig. Und das, meine lieben Freunde, dieses Kind ist 1 Jahr alt und hat 12 Punkte in Kampfgeschick. Und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Sie ist 1. Sie hat mit 1 alle Stats, die man braucht, um sie zu einer Schildmaid zu machen. Und das ist die Erbin meines Reichs. Es ist einfach, wenn ihr euch fragt, warum bei euren Crusader Kings 3 Spielständen die ganzen Kinder bei den Kinderspieletreffen sterben, dann solltet ihr nächstes Mal bei der Spieleliste gucken, ob eine Iliana vor Ort ist. Weil dann liegt es wahrscheinlich daran, dass sie einfach nur nett kuscheln wollte und deinem Kind aus Versehen das Genick gebrochen hat dabei. Das war wirklich keine Absicht. Sie ist sehr liebevoll.
Dankeschön, Chico, für die 50 Bits. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Nicht so liebevoll wie die Söhne. Boah. Boah. Kinder greifen ja gerne mal Ketten oder so. Deine Enkel wirkt dabei aus Versehen alle. Auch die ganzen Hofmägde, die sich um sie kümmern sollten. So. Wir zerschlagen hier mal eben einen Aufstand. Schön. Schöne Sache. Hallo Manuel, ein wunderschön. Lieber Crusader Kings 3. Das schreibt einfach die schönsten Geschichten. Mir ist gerade aufgefallen, dass wir unsere Linie jetzt ziemlich krass ausdünnen, tatsächlich. Also ausdünnen im Sinne von, wir haben relativ viele Kinder, aber diese drei Söhne sind ja jetzt mit mir verheiratet und werden deswegen keine Kinder kriegen. Beziehungsweise wahrscheinlich nicht mehr. Das heißt, da werden jetzt sehr viel weniger königliche Linien weitergeführt werden. Ah, aber man sieht auch schon wieder, Töchter, ne? Töchter braucht die Welt. Der Sohn ist nicht so krass. Also, was heißt nicht so krass? Aber er ist nicht rein. Er ist nicht reinblütig. Die Enkelin hat's bekommen. Das ist spannend. Halt schon wieder vom Gleichen, ne? Ich möchte an der Stelle ganz kurz anbringen, dass der Sohn 18 Jahre alt ist und Schildbursche und fertig ausgebildet und nur 19 Kampfgeschick hat im Verhältnis zu dieser einjährigen Tochter, die mit 1 12 hat. Warum sollte Pia Corona haben, Erio? Jetzt weißt du, wer der Lieblingssohn ist. Ja, vielleicht hat sie den Falschen geheiratet. Es wirkt ein bisschen so, als hätte sie potenziell den Falschen geheiratet. Zusätzliche Steuern. Crazy. Und hier kriegen wir extra Lösegeld. Das gefällt mir auch. Es wäre nur schön, wenn das jetzt bleiben würde. Ein meinschlüssiges Spiel ab, weil es den kreisförmigen Stammbaum nicht mehr berechnen kann. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Wir spielen nur schon wieder Abfangen und das ist scheiße nervig. Ui, Sindjan und Gräfin Alfried, die Pfählerin, haben eine Affäre. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist natürlich ärgerlich. Wundert mich honestly, dass der Sohn nicht Fehler ist. Okay, sorry, der war mies. Ich fand den ziemlich lustig. Ich fand den sehr, sehr lustig, aber es geht mir ein bisschen hart auf den Sack, dass wir den da jetzt schon wieder hinterherrennen müssen.
Wieso tut dir alles weh? Ich war gestern bei den Bon Jovi Jugendspielen. Und wir haben 5 Stunden lang Sport gemacht und ich habe Muskelkater überall auf meinem Körper. Ja, aber nicht mit mir, Primus. So, die holen wir jetzt ein. Ja, damit ist das auch vorbei. Gerade pünktlich. Jawohl. Geil. Mich verschuldet. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Das braucht ein bisschen, bis ich mein nächstes Vermächtnis freischalten kann. Das kostet mittlerweile 3.250. Ich muss mal gucken, was wir dann machen. Wahrscheinlich Generation Kriegslust. Könnte ich mir vorstellen. Und dann vielleicht knappen Traditionen. Könnte ich mir vorstellen, dass das halt cool wäre. Oder halt Ruhm und erwünschte Vermählung. Oder jetzt tatsächlich fruchtbare Lenden. Wobei wir das, glaube ich, nicht brauchen, weil wir so viele Kinder kriegen. Ach, guck mal, wir kriegen noch ein bisschen Kampfgeschick dazu. Wir haben noch nicht genug. Der hat mir gar kein Kind gemacht, ne? Also der ist, mit dem bin ich am längsten liiert und auch verheiratet. Und der hat mir gar kein Kind gemacht. Habe ich echt den Falschen geheiratet? Vielleicht hätten wir statt Konkubinen und Konkubatoren einfach mehrere Ehemänner machen sollen. Damit ich dann einfach zu dem switchen kann, der am sinnvollsten ist und mir am meisten bringt. Oder ich sollte einfach anders spielen und nicht so schnell Ehemänner nehmen, sondern Konkubinatoren zuerst mal. Das wäre vielleicht auch smarter. Na schauen. Titel können geschaffen werden. Das Königreich von Friesland. Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich das habe. Ja, wir müssen erstmal an unseren Armeen arbeiten. Wir müssen erstmal schauen, dass sich das alles beruhigt. Und wir müssen Sigtuna ausbauen, tatsächlich. Wir brauchen erstmal. Ich habe noch einen Sohn zur Welt gebracht. Noch ein Bluter. Ey, wie viele Söhne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Söhne. Und meine Söhne kriegen auch alle Söhne gerade. Ach so, das sind ja. Ja. Nevermind. Mit jedem Kind werden die Menschen mir gegenüber herzlicher. Kaum halte ich mein Neugeborenes im Arm, begegnet man mir mit mehr Wärme und Güte als je zuvor. Ich habe wohl tatsächlich einen ansehnlichen Haufen Kinder. Aus Geburten geborene Güte. Viele Kinder zur Welt gebracht. Allgemeine Meinung plus 5. Gut. Gut, dass ich kein Mali dafür bekomme, dass ich meine Kinder mit meinen Kindern zur Welt bringe. Ach, das tut weh. Das tut weh. Dann schauen wir mal. Wir haben da oben... Ja, das ist halt schon wieder der Dude aus Wales. Das ist... Scheiße. Und das ist die aus Finnland. Und das ist auch scheiße. Und ich krieg die auch nicht beseitigt, oder? Kriege ich die weg? Nee, keine Chance. Kriege ich mit der vielleicht ein ordentliches Bündnis hin? Ich habe ja jetzt ein paar Enkel, die auch meine Söhne sind. Ach, das hatten wir schon. Die ist halt zu alt. Die hat halt niemanden mehr. Das Problem ist einfach, dass die sterben müssen. Das ist nicht mal böse gemeint. Also das ist wirklich nicht böse gemeint. Aber die sind einfach, der ist halt einfach zu alt. Und ihr Haus ist zu alt. Ihre Kinder sind alle einfach zu alt. Ich krieg da keine ordentlichen Bündnisse mehr gemacht. Die werden gleich gegen mich rebellieren. And I can't do anything about it. Und das ist halt nervig. Also das ist richtig nervig. Weil das eine richtig unangenehme Schlacht wird.
Und ich kriege da auch einfach nichts mehr arrangiert. Also wirklich gar nichts. Ich kann meine Enkelin kann ich dafür auf gar keinen Fall hergeben. Holla, könnte ich verheiraten. Holla, könnte ich verheiraten. Mit Prinz Torfin. Das ist geil. Oh. Oh, das ist großartig. Nice. Dann ist das Problem weg. Geil. Und damit hat sich die Fraktion aufgelöst, weil die jetzt gleich ein Bündnis mit mir hat. Nice. Das ist schön. Also, nee, warte mal, ich habe jetzt keinen... Na, ich habe kein Bündnis mit der. Ich hätte ein Bündnis mit ihr haben können. Es war zu weit weggerechnet, ne? Ah. Aber ich dachte, ich hätte ein Bündnis bekommen mit dem, weil er dieses Symbol hatte. Aber ich glaube, es war ein anderes Königreich. Ich habe nicht genau geguckt. Aber es macht nichts. Es ist eben matrilinear. Also, Holla hat ja eh das Recht quasi. Also, was heißt das Recht? Sie hat halt, wie sagt man? Sie hat das Sagen. So, also es ist ja egal, wenn sie verheiratet wurde. Sie kriegt ja die Titel. Es ist ja Wurst. Wurst, Wurst. Guck mal, die kann ich um Hilfe bitten. Kannst du mal was tun dafür, dass ich dir geholfen habe und du noch einen Enkel zur Welt gebracht hast? Dankeschön, Empires, für die 20 Monate. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Genau, sie ist die Erbin. Das wollte ich. Das ist die richtige Formulierung. Es wird Zeit, dass ich einen Kriegerorden gründe, auch mal. Das sollte ich auch unbedingt mal machen. Vorrecht ist das andere Wort, das man nutzen könnte. Das wäre auch ein gutes Wort gewesen. Und Dankeschön, Empires, für die 20 Monate. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Ich meine, der alte Mann, der 72-Jährige, überlebt das Ende vom Krieg wahrscheinlich eh nicht mehr. Wenn wir uns ganz ehrlich sind. Der wird das nicht mehr mitbekommen. Der wird ziemlich sicher gar nichts mehr mitbekommen davon, weil der ist 72 Jahre alt. Der belagert mir da jetzt in England irgendwie lauter Sachen, die mir, also geht mir jetzt halt richtig auf den Sack da hinten mit seinen 5000 was auch immer Sachen. Aber der ist halt 73. Aber dem geht's auch noch gut. Ich krieg den halt auch nicht getötet. Ich krieg den halt auch nicht. Warum ist der so? Verstehe ich nicht. Der ist auch irgendwie untötbar. Ach, wir sind in eine verbündete Armee reingelaufen. Das ist praktisch. Aber mir wurde hier noch jemand erschlagen. Mein Hof ist auch ein bisschen zu alt mittlerweile. Ich muss wieder ein bisschen mehr Zeit investieren, um meinen Hof besser auszubilden. Die sind alle ein bisschen crap. Ich muss da gleich ein paar Ehefrauen und Ehemänner suchen, damit mein Rat besser wird. Das ist so nicht gut. Das ist so nicht gut. Onkel wurde in der Schlacht erschlagen. Ritter wurde zu Schmerdmeister. Ah, cool. Dankeschön, Kara, für den Prime-Sub und willkommen bei den Eumeln. Vielen lieben Dank für den Support und gute Nacht an alle, die schlafen gehen. Dankeschön. Überleben ist seine Rache. Es ist eine ziemlich gute Rache, wenn wir ehrlich sind. Also es ist eine ziemlich, ziemlich gute Rache. Das ist so weird, wenn ich da einfach Leute gefangen nehme und die gehören irgendwie alle zu meiner Dynastie. Das ist so weird. Na. Dann holen wir uns das. Die 4000er Armee weiß nicht, was sie tut da hinten. Das ist ganz gut. Wir nehmen dazwischen das da mal ein. Das ist auch ganz gut.
Gerne, Silent. Sehr, sehr gerne. Kreuzzüge fehlen so ein bisschen, oder? Besteht bei so viel Inzest nicht die Gefahr, dass du mit Pech einen Charakter mit dem inzüchtigen Trade spielen musst? Ja. Ja. Diese Gefahr besteht immer. Aber das ist ein Risiko, das ich bereit bin einzugehen. Henrik wird erwachsen, mein Sohn und Schwager. Ich kann ihn nicht nutzen für meinen Rat, weil er ein Mann ist. Pain für dich. Ach, mit dem könnten wir uns verbünden. Guck mal, 2900 aus dem Biyama-Land. Matrilineare Hochzeit. Nicht matrilineare Hochzeit, weil die sind ukosonokisch. Das bedeutet, du darfst da nicht matrilinear hinein und hast potenziell sogar die Chance auf eine Erbschaft. König Kyburn wurde in den frühen Morgenstunden wieder zurück in Wasan genommen, nachdem er in der Nacht um ein Haar erfolgreich entkommen wäre. Der Gefangene schlich sich offenbar an beinahe allen Wachen vorbei, bis er von Snorri bemerkt wurde, der wegen einer gewissen Ruhelosigkeit gerade den nächtlichen Spaziergang unternahm. Mein Schildbursche prügelte Kolbjörn daraufhin grün und blau, um ihn erst danach wieder zu seinen Wärtern zurückzuschaffen. Das, meine Freunde, ist absolut großartig. Das ist absolut großartig. Das ist genau das, was ich mir vorstelle unter treuen Vasallen. Genau sowas. Ehrenmann Snorri. Ich habe vergessen, dass ich den Dude in meinem Dingsterbumster habe. Ach cool, jetzt haben wir den Bündnis da. Ich habe vergessen, dass ich einen König in meinem Dings da habe. Wie heißt das? Ein König in meinem Dings da. Ja, ihr wisst, was ich meine. In meinem Verlies, Kerker, danke. Aber den sollte ich eigentlich auch rauslassen. Also wir haben das ja jetzt gefixt, so. Der wurde jetzt zurückgeprügelt, das ist fein. Jetzt zwinge ich ihn dazu, dass er die Bekehrung annimmt. Und dann ist das ja auch gut. Also dann passt das ja auch. Das hat ja auch mit dem jetzigen Krieg nichts zu tun. Das ist noch von davor. Ich hatte ganz vergessen, dass der bei mir noch im Knast ist. So. Sie hasst mich jetzt wahrscheinlich. Ja, aber er ist jetzt Asatru. Und das ist gut. Er ist jetzt Asatruisch. Und das finden wir gut. Und jetzt können wir eine Heirat arrangieren. Zwischen meinem... Sohn, Enkel und Schwager. Ach, der hat auch nichts zum Verheiraten, ne? Habe ich eine Tochter noch irgendwo? Nee, habe ich auch nicht. Ja, scheiße. Ich habe nur Söhne. Das ist alles eher semi-gut so. Wir wollen eigentlich hier noch mehr einnehmen. Die Armee ist von uns weggelaufen. Hier ist noch eine größere Armee, die bald übersetzen wird. Ich weiß halt nicht, ob wir gegen die gewinnen. Nee. Nee, jetzt schon wenn nicht. Dann lass das mal einnehmen hier. Tschüss, Tapas. Knast, Schlafzimmer, whatever. Ja, es ist halt... Es herrscht ein bisschen Chaos. In allen Bereichen. Den kann ich zu einem Schildburschen machen. Den kann ich rufen in den Krieg. Das ist actually extrem viel wert. Das finde ich actually richtig gut.
Und ich kann eigentlich sogar so weit gehen und sagen, yo, ich habe ja lauter kleine Söhne jetzt. Der ist schon wohin verheiratet, aber der noch nicht. Lass mal für eine Bündnismacht gehen. Zum Beispiel das Königreich von Irland mit 10.000 Mann. Zum Beispiel das. Das ist ja... Das sind ja die Nachbarn. Lol. Ja, moin, König Gunnar Sigson. Das ist aber schön. Ich hab gedacht, du hilfst mir ein bisschen. Das ist nett, dass du vorbeikommst. Ey, da würde ich dich sogar zum Essen einladen. Wenn wir jetzt mit 21.000 Leuten kämpfen. Das ist aber schön. Mit dir freue ich mich auch direkt mal an. Das ist großartig. Also, das ist schon, das finde ich schon sehr, sehr schön. Ach, der kann keine Konkubinen mehr haben. Ich hätte ihm jetzt eine Konkubine auch noch angeboten. Ja, dann biete ich seinem Tochter. Ich habe ja im Gefängnis, habe ich ja ein paar. Die da zum Beispiel. Alt-Asatruisch, von wem ist die? Oh, ich glaube, dann mögen mich einige Leute nicht. Die ist mit irgendeinem König verheiratet. Ups. Ach, die sind alle schon mit irgendjemandem verheiratet, ne? Ach Gott, ey. Muss ich gleich gucken, was ich da mache. Bevor ich mir da jetzt gleich wieder was mit wem verspiele, den ich freigelassen habe. Und der mir das dann übel nimmt. Und dann muss ich das irgendwie fixen. Dankeschön, Adrin. Einfach mal über die Straße gegangen und gefragt, ob die meinen Sohn heiraten und es im Krieg unterstützen wollen. Ja, ich habe ja jetzt immer nur innerhalb meines Landes geguckt. Ich habe ja gar nicht dran gedacht, dass ich ja Söhne auch andersweltig loswerden kann. Also wir haben ja hier noch mehr Söhne. Wir könnten hier auch noch mit dem Dude von Biton. Das gefällt mir eigentlich auch. Das gefällt mir eigentlich auch. Dankeschön, Hiaslaw, für die 19 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Alter, jetzt haben wir halt alles, was wir wollen. Der hat, glaube ich, auch viele Söhne. Nee, hat er nicht. Der ist einfach mächtig. Der ist einfach mächtig. Der sitzt da oben. Das sitzt sogar in meinem Gebiet. Ist mir nur nie aufgefallen. Aber das ist actually ziemlich fancy, dass wir da jetzt einfach so viel gerade dazu bekommen haben. Ich bin nur pleite. Das ist das Einzige, was so ein bisschen scheiße ist. Aber ich würde jetzt mit der Armee, die wir haben, einfach in seine Hauptstadt fahren. Die ist da unten. Und hoffen, dass die Zehntausende Armee da gleich mitfährt. Und dann lösen wir das. Auf die richtige Art und Weise. Da sind wir ja 9 Tagen durch. Da oben machen wir auch weiter Karamba. Ja, haben wir eingenommen. So. Und der müsste doch eigentlich mitkommen. Also eigentlich, wenn ich da runterfahren möchte, müsste die 9000er Armee mitkommen. Und die hole ich jetzt nämlich auch gleich nach. Einfach um sicher zu gehen. Vier Tage, 3, 2, 1, Beute, 6. Dann kriegen wir auch 36 Gold, das ist auch gar nicht so schlecht. So. Und dann fahren wir da jetzt einfach mit allem darunter und zerschlagen einfach seine Hauptarmee und dann sollte das vorbei sein. Und dann sollte eigentlich auch die ganze KI mitfahren. Also der packt gerade noch da drüben, aber der wird safe gleich nochmal kommen. Der wird safe gleich nochmal runterfahren. Hoffe ich. Hoffe ich einfach, dass er das machen wird. Dass der gleich weiterfährt, dass der das checkt quasi. Der gibt mir 100 Gold. Den nehmen wir. 100 Gold nehmen wir auf jeden Fall. Das können wir ganz dringend brauchen gerade. Oder nehmen die das jetzt erstmal ein? Ach, die nehmen das jetzt erstmal ein.
Gut. Gut, dann nehmen die das jetzt erstmal ein. Ist auch nicht schlimm, weil da kommt 2900. Und meine kommen jetzt auch gleich noch von da oben. Könnte sogar reichen. Da könnte sogar sein, dass wir die 10.000er Armee gar nicht brauchen. Ja, könnte sogar sein, dass das reicht. Reicht sogar sicher. Wir müssen hier nur erstmal jetzt an Land gehen, damit wir den Schiffsmal nicht haben. Euer Kind erlernt die Sprache Samisch. Oh, geil. So, und jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht komplett aufgerieben werden. Aber die bewegen sich safe auch gleich zu uns. Ein bisschen nervös bin ich da, jetzt erwischt zu werden. Ein bisschen nervös bin ich tatsächlich. Weil meine andere Armee sich auch getrennt bewegt. Und nicht gemeinschaftlich. Und das geht mir auf den Sack. Dass die so getrennt laufen und das halt extra Risiko ist. Und ich habe auch Angst, dass der Dude, wenn er nicht direkt mit drinnen ist, dann einfach ausbricht und dann doch nicht mit reingeht in die Schlacht. Aber wir spielen da auch gerade richtig unangenehm Abfang. Ja, ich muss diese Armeen zusammenziehen. Ich muss auch unbedingt gucken, dass meine Anführerin die Anführerin von der Schlacht ist, also dass sie erst das reinrennt, weil sie halt mit Abstand den größten Dings hat. Ui! Wer hat da ein Kind bekommen? Wer ist das? Wer ist das? Das ist mein Sohn. Und wer ist das? Hä? Was ist das? Wie ist das passiert? Wo ist das passiert? Ach! König Jensa von Bjamland. Ach, und das ist ja jetzt ein Kind meiner Dynastie, weil ich ja die nicht matrilinear verheiratet habe, weil ich smart bin. Das heißt, wir bekommen hier gerade noch mehr Kinder rein. Rolf ist ein schöner Name. Einfach mal eben Kinder von einer anderen Dynastie geklaut. Ich habe eine Sekunde lang überlegt, wer das ist. So, und jetzt haben wir sie. Ja. Und da brauche ich, also die bewegen sich nicht. Genauso wie ich mir das von der KI auch vorgestellt habe, dass die sich nicht bewegen. Die bewegen sich wirklich nicht. Ich meine, wir brauchen sie hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Wir brauchen sie nicht. Aber auch cool, dass die daneben stehen. Also, good job, KI. Good job. Ritter-Effektivität plus 75%. Now you rip, my friends. So, und wo ist jetzt dieser Dude? Das müsste ja eh hier seine Hauptstadt eigentlich sein. Das müsste ja jetzt eh seine Hauptstadt eigentlich sein. Nee, wir haben keine Wasserschlachten. Wir haben nur Landschlachten in dem Spiel. Tatsächlich. Olu wird belagert. Olu wird sehr schnell belagert, weil wir Belagerungsgeräte haben. Und Olu... Boah, ich bin schon wieder so verschuldet. Ah. Und das hat immer noch nicht gereicht. Wo hat der denn noch Armee? Ach, die sind nur aufgerieben. Die laufen ja immer noch weg. True. True, daran habe ich nicht gedacht. Die laufen ja immer noch weg. Die Schlacht würde ich halt, also diesen Krieg würde ich halt gerne noch abschließen jetzt. Das zieht sich gerade schon wieder so ein bisschen, aber ist nicht schlimm. Der nimmt da unten weiter ein.
Was ich halt, ich habe halt gehofft, dass wir den irgendwie getötet bekommen. Aber der ist jetzt doch wieder in dieser Armee drin. Also doch. Der ist in der hinteren, ist er, glaube ich. Aber wir zerschlagen trotzdem zuerst die vordere. Und wir kriegen dafür auch noch Kriegspunkte. Oder? Weiß ich gar nicht, ob wir da schon das Maximum haben. Aber 33% das Maximum? Boah, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Aber es gibt Prestige auf jeden Fall. Es gibt Prestige, das ist gut. Und wenn er jetzt mit der anderen Armee reinrennt, haben wir natürlich auch die Chance, dass wir den da mit erschlagen. Herzog Tösti ist gestorben. Oh je. Ich hoffe, der hatte noch ein gutes Abendessen davor. Und da ist der Prinz Ingvar Norrison als Hauptdude, der da kämpft. Wäre natürlich auch scheiße für den, wenn der stirbt. Wäre ärgerlich, wenn das passieren würde. Ich sehe, wir sind schon in Richtung Saarbrücken unterwegs. Nein, du hast einen Ehemann bekommen, Holla. Du hast einen Ehemann bekommen. Tatsächlich. 96%, wir sind gleich durch. Ist er Saarbrücker? Nö. Aber das ist nicht schlimm. Also, beziehungsweise du bist verlobt, du bist noch nicht verheiratet, weil du bist noch nicht erwachsen. Wo bist du denn? Tord, Volke, Sigrid, Knut. Hä? Wo bist du denn? Oh mein Gott. Wir müssen das anders suchen. So. Hä? Mir wird halt... Mir wird halt meine Mutter angezeigt und nicht mein Vater. Weil, weiß ich nicht warum. Und deswegen kenne ich mich jetzt mit der Dings nicht mehr aus. Irgendwo hier müsste... Wie groß ist dieser Stammbaum? Irgendwo... Ja, ja, wegen der Frauenregierung. Das ist schon klar, aber... Das war ja mit meinem Vater auch anders. Also mein Vater hatte ja den Titel. Also... Mein Vater hatte ja den Titel, deswegen... Hätte es ja nur Sinn gemacht, eigentlich. Deswegen hätte es ja eigentlich nur Sinn gemacht, dass er angezeigt wird, auch wenn wir eine Frauenregierung haben, weil er ja damals regiert hat. Hallo, Makrone. Doch, doch, du wirst im Stammbaum gefunden. Der Stammbaum ist nur einfach sehr, sehr groß und ich führe eigentlich gerade Krieg. Das macht alles ein bisschen kompliziert. Und ich bin sehr verschuldet. Da, Holla. Sieh dir, von Teufel spricht. Da ist sie aufgeploppt. Du bist matrilinear verheiratet mit... Warum kann ich das gerade nicht annehmen? Ach, die wurde eingekerkert. Weswegen die gerade die Verlobschaft nicht annehmen kann. Ach, die wurde bei mir eingekerkert. Noch viel spannender. Also, wir haben erstmal König Snorrison von Wales, der mir echt mega hart auf den Sack gegangen ist. Weswegen ich ihm alle Ansprüche abnehmen werde. Was er hassen wird. Aber der ist mir jetzt echt lang genug auf den Sack gegangen. Und bei der will ich ein schwaches Druckmittel haben, sonst ist es okay. So, der hat seine ganzen Ansprüche weg und der hasst mich jetzt. Er ist immer noch König von Wales, aber der hat halt tausende andere Ansprüche noch gehabt, die er jetzt losgeworden ist. Und der, also ich habe ihn jetzt nicht enterbt, weil ich kenne seine ganzen Erblinie und die ist entspannt und der ist eh schon halbtot. Der steht mit einem Grab im Bein quasi, nee, mit einem
Bein im Grab. So. Und da haben wir jetzt die Hochzeit mit Holla, die gerade offen war. Ich hätte es offen lassen sollen. Jetzt ist es wieder eine Katastrophe, die zu finden. Mit wem ist die jetzt nochmal? Ich hatte es gerade. Dankeschön, Flowtopia, für den Prime. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Danke, danke, danke schön. Wo ist es denn? Es ist halt ganz in der Nähe. Es ist irgendwie meine Nichte oder so. Oder... Ah, ich muss es anpinnen. Ich muss es dringend anpinnen. Na, man hat anders. Charakter finden. Suche. Holla. Vorname, die zu Holla passt. Da ist sie. So, jetzt pinnen wir sie an. Damit wir sie nicht wieder verlieren. Nichte. Sie ist meine Nichte. Du hast geheiratet Prinz Toffin von Finnland. Was gar nicht so unnice ist tatsächlich. Der hat Ansprüche für Finnland, aber das ist egal, weil matrilinear. Das bedeutet, du hast das Sagen in der Ehe. Und wir hoffen einfach drauf. Wir hoffen einfach drauf, dass das alles klappt. Und dann kriegst du hoffentlich in den nächsten Tagen den Scheiß, den du da unten haben wolltest. Wenn sie alles stabilisiert hat. Aber das war doch eine gute Runde heute. Boah, das war stressig. Das war stressig. Holy shit. Finnland ist weit weg vom Saarland. Ja, das ist wahr. Das ist wahr, dass Finnland weit weg ist vom Saarland. Aber das ist ja auch nur das, was er hat, nicht das, was sie hat. Meine Lieben, ich werde mich für heute verabschieden. Wir haben fast 22 Uhr und ich habe noch ein bisschen was zu machen. Es war aber sehr, sehr schön. Es hat sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Sieht auch ganz gut aus jetzt so. Also schaut auch ganz gut aus jetzt so. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder im Stream. Lasst mich mal ganz kurz überlegen. Morgen ist Dienstag und ich glaube, wir haben morgen wieder ganz normale Streamzeiten. Yes. Wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr. Morgen 14 Uhr. Ich glaube, das wird cool. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, ich habe heute ein YouTube-Video hochgeladen. Außer planmäßig, weil wir noch keine Crusader Kings 3-Folge für heute hatten, habe ich ein kleines Best-of von der Midnight Ghost Hunt Reihe hochgeladen, weil ich gehofft habe, dass euch das vielleicht gefallen könnte. Es ist ein Zusammenschnitt, das ist nicht uncut, das geht nur 14 Minuten. Falls ihr da Bock drauf habt, falls ihr Lust habt, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch das anschauen würdet. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder um 14 Uhr. Mein Gehirn ist Bratensoße. Mein Gehirn ist absolute Bratensoße. Ich muss für heute aufhören. Mein Gehirn schafft gar nichts mehr gerade. Ich danke euch, dass ihr mit dabei wart. Es war ein super Stream. Es hat super viel Spaß gemacht. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr zugeguckt habt. Und dann bin ich raus für heute, hätte ich gesagt. Dann bin ich raus für heute. Ich guck gerade. Kiba, du gehst mir ultimativ auf den Sack, weil du einfach alles anbellst, was gerade im Treppenhaus ist. Und es wirklich keinen Grund gibt, das zu machen. Chill ein bisschen. Musst ja auch nicht viel chillen. Chill ein bisschen, das ist auch schon gut. Ah, ich weiß, wo ich hinschicke. Das passt, das bietet sich immer gut an. Ich schicke euch zu lieben Gnu. Eine wundervolle gute Nacht wünsche ich euch. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Es hat super viel Spaß gemacht. Dankeschön für die Follows. Dankeschön für die Subs. Dankeschön für die Bits. Vielen lieben Dank für die lustigen Gespräche, die wir heute hatten. 3100 Subs, like what the fuck. Und würde mich, wie gesagt, über ein Follow bei YouTube freuen. Auf meinem Hauptchannel kommen regelmäßig, also 7 Tage die Woche, Gaming-Videos. Auf meinem Zweitchannel kommt demnächst der Vlog von dem geilen Bonjour-Event, auf dem wir gestern waren. Und ansonsten habe ich noch einen Podcast auf Spotify mit Rufzeichen Podcast. Kommt ihr dorthin. Und ansonsten sehen wir uns morgen um 14 Uhr. Ich danke euch für den schönen Stream. Bis morgen. Haltet die Ohren steif. Tschüss, tschüss.